Eine Operation, in der eine sogenannte totale Knieprothese eingesetzt wird, ist erforderlich, wenn das Knie durch degenerativen Schaden so geschädigt ist, dass die Funktion nicht mehr erhalten ist, dass der Schmerz mit konservativen, also medikamentösen, physiotherapeutischen Maßnahmen nicht mehr beherrschbar ist. Bei dieser Operation wird im Vorderbereich des Knies ein ca. 15 cm langer Schnitt gesetzt. Das Kniegelenk wird eröffnet. Die geschädigten und kaputten Knorpel- und Knochenteile werden, soweit nötig, entfernt. Und es wird ein Oberflächenersatz in Form der Knieprothese eingesetzt, die sowohl den Oberschenkel als auch Teile des Unterschenkels übergreift. Und gegebenenfalls auch die Kniescheibe wird ersetzt. Nach der Operation können Sie damit rechnen, dass Sie nach circa 6 Wochen bis maximal 3 Monate später Ihre Funktion haben, eine Vollbelastung haben, die Kniefunktion weitgehend wiederhergestellt ist und Sie die Schmerzen vor allen Dingen nicht mehr spüren.